Verehrte Zuschauer, kurz vor Abschluss unserer Sendung Worte in eigener Sache in Angelegenheiten des gesamten Fernsehens. Unsere Mitverantwortung an der entstandenen Krisensituation konstatieren wir mit tiefer Betroffenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger um Entschuldigung. Den Verlust an Vertrauen abzubauen, wird langwierig und hart sein. Dazu sind wir entschlossen. Das zwingt uns zu schonungsloser Prüfung des Zustandes unserer Arbeit und ihrer Ergebnisse, der Sendungen in unseren beiden Programmen. Es gilt, den öffentlichen Dialog auf dem Bildschirm zu führen. Jetzt und in Zukunft werden sich alle Journalisten und Künstler, alle Mitarbeiter in unserem Medium an einem öffentlich messen lassen. Wie das Fernsehen die Breite und Meinungsvielfalt, die Ideen, Kritiken und Vorschläge von Millionen politisch mündigen Bürgern, die auf den verfassungsmäßigen Grundlagen unseres Staates stehen, in den gesellschaftlichen Meinungsbildungs- und Arbeitsprozess einbringt. Darin sehen wir eine entscheidende Garantie, um den begonnenen Prozess der Wende in unserem Lande unumkehrbar zu machen. In diesem Sinne beteiligen wir uns aktiv an der Erarbeitung und Diskussion eines Mediengesetzes. Es bedarf eines hohen Maßes an politischer, journalistischer, künstlerischer und handwerklicher Eigenverantwortung. Verantwortungen sind zu bestimmen und auch tatsächlich wahrzunehmen.